Schön, euch zu sehen hier am Ostermorgen. Und ich möchte, wer hätte es gedacht, über die Auferstehung sprechen. Und zwar darüber, dass wir ja heute nicht nur die Auferstehung Jesu Christi feiern. Das ist ein historisches Ereignis. Sondern das, warum wir so glücklich darüber sind, wir feiern ja nun zum Beispiel nicht die Auferstehung von Lazarus, von dem die Bibel ja auch berichtet, dass er Jesus ihn von den Toten auferweckt hat, sondern wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Und der Grund, der simple Grund ist, weil er uns an seiner Auferstehung teilhaben lässt. Das heißt, es ist nicht nur seine Auferstehung, es ist auch deine Auferstehung, an der er dich und mich teilhaben lässt. Und das macht das ganze Jahr so wunderbar. Das macht das Ganze so aktuell auch für uns. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder ob das nur ein Mythos ist oder ob ihm die Jünger das angedichtet haben oder ob wir es nur mit einem christlichen Brauchtum zu tun haben. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Sondern was ich sage ist, Jesu Auferstehung ist auch unsere Auferstehung, und so real, wie er auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen. Das ist unsere Hoffnung, ihr Lieben. Das ist unsere Hoffnung. Und manchmal gibt es ja einen gewissen Charme des Alters. Und ein gewisser Charme des Alters ist, dass ich natürlich schon viele Menschen erlebt habe, die jetzt schon gestorben sind. Und erlebt habe, was es eigentlich bedeutet, wenn ein Mensch stirbt und vor allen Dingen, ob er diese Hoffnung hat oder nicht. Ein Mensch, der diese Hoffnung nicht hat, kann nur noch zurückblicken. Vor ihm ist eine schwarze Mauer und das Auto des Lebens fährt ungebremst dagegen. Und er kann nur noch in den Rückspiegel gucken, denn vor ihm ist das blanke Grauen oder das absolute Nichts. Aber für jemand, der diese Hoffnung in Christus hat, ist da auch eine Mauer. Aber vor dieser Mauer ist auch wieder das Auto, was mit ungebremst darauf losfährt. Aber vor dieser Mauer ist eine Sprungschanze. Und auf die jagen wir hoch und mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Und plötzlich sind wir drüben auf der anderen Seite und erleben das mit, was Jesus uns vorgelebt hat. Das ist unsere Zuversicht. Und ich möchte einen Vers aus dem Römerbrief vorlesen. Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das heißt, die Auferweckungs, wie soll ich das jetzt nennen? Der Auferweckungsmechanismus lebt schon in den Christen. Das ist der Geist, der in uns wohnt. Und dieser Geist, sagt die Bibel, wird auch unsere Körper. Nun schaut euch mal an. Schaut mal, ihr könnt mal eure Körper, mehr könnt ihr ja nicht sehen. Sie sind ja wohl bekleidet, aber so ein bisschen freie Haut hat man ja noch im Gesicht und vielleicht an den Händen. Ne? Ihr könnt euch auch mal selbst anschauen. Vielleicht sagst du, Herr Jesus, ich bitte um ein neues Modell bei der Auferstehung. Also ich will euch mal sagen, das Modell wird perfekt sein. Es wird aber nicht so neu sein, wie ihr denkt. Also Bernd wünscht sich natürlich ein neues Modell, klar, mit langen Armen, ne? Aber nicht jemand, der jetzt wie Willy Brandt aussieht. Denn was tätst du dann im Himmel, wenn alle dich mit Willy ansprechen? Ne? Ja. Sondern natürlich einer, der wie Bernd aussieht. Und so wird Gott unsere Körper auferwecken. Das sagt uns die Bibel. Unsere Auferstehung findet nicht nur, ich sag mal, spirituell, symbolisch, seelisch statt, wie das meinetwegen Wilhelm Busch, der Dichter, so erklärt, dass die Seelen dann so umherwandern
und so weiter und so fort, sondern die Auferstehung, auf die wir hoffen, ist eine leibliche Auferstehung. Das heißt, dass Gott aus dem Körper, den wir jetzt haben, den er uns geschenkt hat, einen perfekten, im gewissen Sinne gleich aussehenden, aber unsterblichen, vielleicht auch, sagen wir mal, figürlich etwas günstigeren Körper herstellt, so wie wir uns vielleicht uns in den besten Zeiten vorstellen oder wie wir mal waren. Das erwarten wir. Genau das erwarten wir. Und genau das hat Gott uns auch vorgeführt in Jesus. Gott hat nicht Jesus einen zweiten Körper gegeben, sodass man seinen Leichnam gesehen hat und daneben stand dann der auferstandene Jesus mit einem anderen Körper, sondern der Körper, mit dem er gekreuzigt wurde, mit dem ist er auch auferstanden. Er hatte sogar noch die Nägelmale und die Wunde an der Seite, die war sogar noch da und trotzdem war es ein unsterblicher Körper. Der Tod ist besiegt. Das schenkt uns Gott in Jesus Christus. Nun, wenn wir jetzt an die Auferstehung mal denken, ist ja so die Frage, ja, wie wird das denn dann werden? Was ich versucht habe, jetzt vorauszuschicken, ist, ihr lieben Christen, habt nicht so eine Angst vor dem Tod. Denn es ist nicht das Ende. Es gibt mal so einen Schlager, den ich gehört habe. Wir waren völlig verblüfft. Er klang etwas gruftig, aber da sang jemand immer, der Tod ist nicht der Schluss. Ich weiß nicht, was der damit meinte, aber wir wissen, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist genauso eine zeitweilige Trennung, wie wenn jemand verreist. Genauso. Und natürlich ist man traurig, aber es ist keine Unendlichkeit dahinter. Es ist kein auf ewig weg. Wir werden uns wiedersehen. Ihr Lieben, ich liebe ja diese alten Spirituals. Und ich war sehr erstaunt, ich habe es euch, glaube ich, schon mal erzählt. Bevor ich zum Glauben kam, hatte ich damals eine lange Freundschaft zu einem jungen Mädchen. Wir waren 7 Jahre lang befreundet. Und wir sind auch das erste Mal nach Amerika geflogen, wo Gott mich auch das erste Mal so berührt hat dort in einer dieser afroamerikanischen Gemeinden. Und sie war auch mit dabei und sie war nicht so beeindruckt. Sie fand das alles so ein bisschen Tünkram, ne? Also sie war mehr so bodenständig, Gott, der liebe Gott und so, naja, ne? Wir leben hier in diesem Leben und das ist es. Und dann haben wir uns immer mal wieder getroffen, auch nachdem ich mich bekehrt hatte und die Dinge sich gewendet hatten. Sie hat dann geheiratet, hat 2 Kinder und so, wir waren ungefähr gleich alt und plötzlich hörte ich, sie hat Krebs. Und dann haben meine Frau und ich, Angie, sie heißt Antje, noch einmal besucht. Und ich wusste ja nun, dass sie keine Beziehung zu Jesus hat. Und sie war sowas von ruhig und auch dankbar für ihr Leben. Da dachte ich, da kann manch ein Christ sich mal eine Scheibe von abschneiden. Wie ruhig das war. Ich war völlig erstaunt. Wir haben uns dann mit ihr unterhalten. Aber es kam irgendwie so kein Wort, auch keine Frage. Sie wusste ja, was ich glaube und welchen Weg ich gehe. Es war einfach so, die Sache mit Gott blieb einfach so im Nebulösen. Und dann hat sie schon ihre Beerdigungsfeier initiiert. Sie wusste ja, dass sie stirbt und hat sie initiiert. Die fand dann auf einem Schiff statt in Hamburg. Und da trafen sich dann die ganzen Freunde und so. Und dann hat sie, und das hat mich umgeworfen, einen Tag bevor sie gestorben ist, ein Lied aufgesungen. Sie war eine fantastische Sängerin, Jazz und Gospel. Hat sie ein Lied aufgesungen, auf ihr Handy, glaube ich, völlig allein. Und zwar heißt dieses Lied, One of these mornings won't be very long. Eines Morgens, es wird nicht mehr lang sein. You look for me and I'll be gone. Du schaust nach mir, aber ich werde gegangen sein. I'm going to a place where I have nothing to do. Ich gehe zu einem Platz, wo ich nichts mehr zu tun habe. And walk around heaven. Die letzte Zeile habe ich jetzt vergessen. Und geh, hä?
all day long und gehe im Himmel herum den ganzen Tag. Und dann geht der Text weiter, ich werde meine Mutter wiedersehen, ich werde meinen Vater wiedersehen. Und dieses Lied wurde per Band eingespielt, sie war schon gestorben, einen Tag davor hat sie das aufgesungen, ganz alleine. Die gesamte Gesellschaft war völlig geplättet, als sie das hörte. Einige dachten, das kann doch gar nicht wahr sein, die war doch gar nicht gläubig. Und ich dachte, wie erstaunlich ist es doch, wenn in der Tiefe des Herzens doch diese Hoffnung wieder aufbricht und plötzlich ein Lied gesungen wird. Und wisst ihr, wenn jemand kurz vorm Tod ist, der lügt nicht mehr. Der erzählt keine Geschichten mehr, sondern der erzählt, was wirklich in ihm vorgeht. Ich war sehr berührt, als ich dieses Lied hörte. Und so ist es manchmal, dass man sich wundert, dass ein Mensch, bei dem man es gar nicht vermutet hat, doch vielleicht in den letzten Stunden doch noch diese Begegnung erlebt hat und diese Hoffnung erfahren hat und dann auch ein Lied in dieser Hinsicht gesungen hat. Ich bin sehr berührt. Aber die Frage ist jetzt, wie läuft denn so eine Auferstehung? Also wir werden auferstehen, weil Jesus lebt, leben auch wir. Und diese Frage, die haben sich auch mal die Leute in Korinth gestellt. Und da hat Paulus eine interessante Antwort gefunden. Er sagt nämlich, wie sollen wir auferstehen? Das sagt er, ist eine unsinnige Frage. Wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran, bevor es nicht gestorben ist. Und dann erklärt er uns, unser Körper ist wie ein Samenkorn. Und der wird in die Erde gelegt, aber aus diesem Samenkorn entsteht eine neue Pflanze, ein Körper. Wäre das Samenkorn nicht da, wäre die Pflanze nicht da. In dem Samenkorn steckt im Grunde genommen schon die ganze Pflanze drin und doch ist es völlig anders. Man könnte es auch vergleichen wie mit einer Raupe und einem Schmetterling. Dann sind wir gerade die Raupen. Ne? Und werden dann zu Schmetterlingen. Wir haben keine Vorstellung, wie wir einmal sein werden. Und doch steckt schon alles drin. Wenn wir Jesus aufgenommen haben. Denn in ihm ist die Auferstehung. Ja, er ist selber die Auferstehung. Und das ist unsere Zuversicht. Daran möchte ich uns erinnern. Unser Körper oder was davon übrig ist, wird verwandelt werden. Das sagt die Bibel. Wird verwandelt werden. Wir, jeder von uns, wird auferstehen und wir werden uns einmal wiedersehen. Wir werden an einer großen Hochzeitsfeier Jesu teilnehmen. Daran haltet fest. Und wenn vielleicht in einem noch so ein Zweifel herrscht und er sagt, ich weiß nicht, dann möchte ich zum Schluss noch eine kleine Geschichte vorlesen. Einige kennen die schon. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagte der erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller als hier sein und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn habe ich ja noch nie gehört, mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, Punkt um. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter.
Wo ist die denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich finde, es ist eine tolle Geschichte. Wir werden auferstehen. Es gibt ein Leben nach der Geburt. Amen.